China hat man 1 Million Menschen mit einem Impfstoff, der nicht mal zertifiziert ist, bereits geimpft. Was ist das für ein Zeug? Der chinesische Impfstoff, der als erster eingesetzt wurde, ist eine ganz primitive Technologie tatsächlich. Es ist einfach abgetötetes Virus. Also man züchtet das Virus im Labor und bringt es um hinterher. Und dann impft man diese, wenn man so will, Virusleiche. Der Körper setzt sich dann mit den Bestandteilen des Virus auseinander und bildet dagegen eine Immunantwort. Das ist eine ganz alte Technologie, die wir beim Impfen durchaus benutzt haben, vor allen Dingen früher. Das Problem ist hier die Produktion. Sie müssen halt das Virus züchten, das ist sehr aufwendig. Aber sagen wir mal, der Weg ist nicht schwierig, das können wir. Die Reaktion des Immunsystems ist in der Regel nicht so besonders gut und also nicht so besonders gerichtet, weil halt ganz viele Bestandteile des Virus sehr unausgewählt angeboten werden. Deswegen ist der Schutz meist auch nicht so sehr gut. Diese Daten haben wir für den chinesischen Impfstoff aber nicht, da ist schlichtweg nichts veröffentlicht worden. Die haben das halt schnell hergestellt und schnell verteilt und haben natürlich den Weg, den wir normalerweise fordern für ein neues Produkt, dass es erstmal auf Sicherheit und Effektivität geprüft wird in entsprechenden Studien, haben sie ein bisschen umgangen und haben den sofort eingesetzt. Das ist nicht das erste Mal, dass China das macht. Die haben das auch schon mit anderen Impfstoffen gemacht. Überwiegend mit gutem Erfolg, muss man zugeben. Ja, es hat oft auch gut funktioniert. Zum Beispiel Impfstoff gegen Hepatitis E gibt es in China, der sehr gut ist. Den haben die auf dieselbe Art eingeführt. Aber natürlich ist es ein Weg, der mit Unsicherheiten behaftet ist und deswegen würden wir den hier nie gehen. Wir würden immer erstmal prüfen auf Sicherheit und dann so viele Impfungen durchführen. In Russland heißt der Sputnik 5 und soll sicher, günstig, aber auch unzertifiziert sein. Und der Sprecher von Präsidenten sagte, das kann man den Präsidenten nicht impfen, wir haben das noch gar nicht getestet. Was ist das wieder für Mittel? Der russische Impfstoff, das Sputnik 5, ist eine andere Technologie als in China. Hier haben wir einen Adenovirus-Vektor, das heißt, wir haben ein Virus, das als Überträger der Informationen von Coronaviren benutzt wird. Ausgewählte Informationen des Coronavirus wird hier genommen, wird in dieses Trägervirus eingebaut und dann wird das dem Menschen geimpft. Das Virus, das als Träger benutzt wird, trägt dann die Informationen in die Zelle. Dort wird die Corona-Information abgelesen und die Zelle selber produziert dann Antigene, also Bestandteile des Virus, die dann von der Zelle ausgespuckt werden, weil sie damit nichts anfangen kann. Und dann nimmt das Immunsystem das wahr und es wird darauf eine Antwort aufgebaut. Das heißt, sie verlegen die Produktion dieser Antigene, der Virusbestandteile, in den Geimpften. Ein großer Vorteil in der Herstellung offensichtlich, weil sie eben nicht vorher Unmengen von diesem Coronavirus in der Fabrik züchten müssen und es dann umbringen müssen, wie das die Chinesen machen, sondern es wird in den Menschen gegeben. Auch zu dem russischen Impfstoff liegen sehr wenig Daten vor, das heißt ganz schwer das zu beurteilen. Der technologische Ansatz ist modern, grundsätzlich könnte das durchaus funktionieren. Ich habe bisher sehr wenig gelesen, sehr wenig gehört zu der Effektivität dieses Impfstoffes. Natürlich hängt es dann, wie so oft, an ganz vielen Details, wie gut dieses Vektorvirus gemacht ist, wie gut das im Menschen funktioniert und so weiter. Und dazu haben wir keine Daten im Moment. Wie gut sind Ihre Daten zu den Impfstoffen, die in Deutschland bzw. Europa jetzt angeboten oder entwickelt wurden und jetzt angeboten werden sollen? Ja, die ersten sind ja jetzt erstmal zur Zulassung eingereicht. Also angeboten wird im Moment noch gar nichts, aber sie werden geprüft. Wir haben den Vorteil, dass das ganze Verfahren beschleunigt worden ist, also dass gerade die Behörden hier auch sehr schnell mitgearbeitet haben. Das heißt, ich erwarte schon, dass die Prüfung auch schnell abgeschlossen sein wird. Und die bisherigen Daten sind gut, sehr gut sogar, überraschend gut, muss man sagen, was die Effektivität angeht. Ich hatte damit nicht gerechnet, dass die so eine hohe Schutzrate anbieten können. Wir überblicken natürlich bei diesen ganzen neuen Produkten bisher nur kurze Zeiträume. Also sind über wenige Monate getestet worden. Langzeiteffekte kann man im Moment überhaupt noch nicht abschätzen. Muss man einfach sehen. Aber das bisherige ist recht vielversprechend. Was die Sicherheit angeht, ist das Hauptrisiko für ernste Nebenwirkungen in den ersten 4 Wochen nach der Impfung. Typischerweise, das gilt generell für Impfstoffe. Diese 4 Wochen haben wir hinter uns und da ist nichts gesehen worden. Das ist ein sehr beruhigendes Zeichen. Sodass man für die aktuellen Produkte schon sagen kann, im Moment, nach allem, was wir wissen, sie sind offensichtlich effektiv und sie sind sicher.
Details sind aber für die allermeisten dieser Impfstoffe aus Phase 1 und 2 publiziert, also aus den frühen Phasen, nicht aus Phase 3. Da gibt es im Wesentlichen nur Presseerklärungen. Und aus Presseerklärungen können Sie keine wirklichen Details ablesen. Das heißt, da weiß ich auch noch nicht genau, was gemacht wurde und wie genau die Impfstoffsicherheit und Effektivität ist. Bisher war der Weltrekord bei der Zulassung, glaube ich, 5 Jahre. Weltrekord, also das heißt, das war schon sehr schnell. Jetzt sind wir bei, wenn ich übertreibe, 5 Monaten, also doch unverhältnismäßig kürzer. Beunruhigt mich das? Also man muss schon sehen, ich bin ja jetzt seit fast 30 Jahren mitbeteiligt an der Impfstoffentwicklung, in Studien immer mit involviert gewesen. Das heißt, ich habe über die Jahre schon gesehen, dass sich die Zeiträume auch deutlich verlängert haben. Und es liegt im Wesentlichen an zunehmenden Auflagen zur Sicherheit, an immer länger werdenden Zeiträumen bei der Prüfung durch die Behörden und dann immer mehr Details, die vor der Zulassung verlangt wurden. Und das hat sich deutlich geändert mit dieser einen Indikation jetzt. Das ist alles zusammengestaucht worden. Normalerweise reicht es nicht, wenn Sie eine Studienserie machen, also eine Phase 1, eine Phase 2, eine Phase 3, sondern Sie müssen eine ganze Menge Studien drumherum machen. Sie müssen Chargenkonsistenzprüfungen machen, also nachweisen, dass der Impfstoff stabil ist bei verschiedenen Temperaturen. Sie müssen nachweisen, dass der stabil ist in Kombination mit anderen Impfstoffen, wenn er zusammengegeben wird. Sie müssen verschiedene Altersgruppen prüfen. Sie müssen alles Mögliche machen, das ein ganzes Bündel an Studien, bevor Sie überhaupt einreichen können. Und das ist jetzt plötzlich nicht der Fall. Jetzt haben wir eine Prüfung in Phase 1 gehabt. Erste Prüfung am Menschen, eine Prüfung zur Dosis, Phase 2 und jetzt die große Phase 3, schon an mehreren 10.000 Probanden. Aber eben nur eine Prüfung und dann ist es zugelassen worden. Das reicht, um sagen zu können, es funktioniert und es reicht, um sagen zu können, es ist sicher. Aber wir haben dann den Nachteil, dass wir zum Beispiel den Impfstoff, die mRNA-Impfstoffe bei minus 70 Grad lagern müssen, weil es überhaupt keine Studien gibt, die zeigen, dass man die auch wärmer lagern kann. Das geht wahrscheinlich, aber es gibt eben die Daten noch nicht. Das heißt, wir fangen mit einem relativ rohen Produkt an, das noch nicht komplett behauen ist quasi. Und dann wird es in der Folge die ganzen Studien geben, die wir normalerweise vor der Zulassung machen müssen. Ist das Grund zur Sorge? Nicht, was die Effektivität und Sicherheit angeht. Das kann man sicher sagen, das ist abgeklopft, zumindest für die ersten Monate. Aber wir wissen eben viele Details um die Logistik zum Beispiel noch gar nicht so genau. Kann ich es auch im Kühlschrank lagern? Wenn ja, wie lange und so weiter? Kann ich es älteren Leuten geben? Da gibt es bisher auch kaum Daten. Es gibt nur einen Impfstoff, der das schon geprüft hat. Das ist der Impfstoff, der auch auf dem Adenovirus-Vektor basiert, der aus Oxford kommt. Die anderen haben das noch gar nicht geprüft. Kann ich es ganz kleinen Kindern geben? Ist auch noch nicht geprüft. All diese Dinge fehlen noch und das wird man ja Schritt für Schritt dann testen müssen.